Wenn du wissen willst, was das für ein Kleber ist und wie du da rankommst, dann bleib dran. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Denn es ist endlich soweit, Trommelwirbel. Die Kickstarter-Kampagne zum Playclue ist endlich live. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In der Vergangenheit, als ich immer wieder die Projekte gezeigt habe, haben mich viele Leute gefragt, hey, was für ein Kleber benutzt du da? Jetzt wisst ihr, welcher es ist und den findet ihr auf dem Link unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es eine Kickstarter-Kampagne dazu. Ich habe immer und immer wieder Videos darüber gemacht und das Ganze ein bisschen angeteasert und bin immer gefragt worden, hey, was ist denn das für ein Kleber? Im Prinzip ist es ein Kleber, mit dem ihr PLA, ABS und ASA zusammenkleben könnt. Und das auch vice versa. Also ich habe hier zum Beispiel mal im Ironman in jedem Fuß einen paar Zentimeter langen, 2,85 mm dicken ABS-Strang drin, also ein ABS-Filament und habe damit hier unten die Kontaktfläche verbunden und den ABS-Strang als Verbindungsstück sozusagen und habe alles schön mit dem Kleber eingestrichen und das funktioniert wirklich wunderbar. Ihr seht, der hat selbst einen Umzug überlebt, hält bombenfest. Der Grogu ist auch mit einem Playclue geklebt, da habe ich dann zum Teil auch mit anderen Klebern experimentiert. Die war mir jetzt nicht ganz so geheuer, aber es hat letzten Endes doch noch gehalten. Und dann haben wir natürlich hier unseren Mandalorian-Helm, der noch in Arbeit ist. Den habe ich jetzt endlich angefangen, fertig zu spachteln und bin dabei, den zu schleifen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, es gibt einen Vlog-Kanal, den findet ihr hier oben, den verlinke ich euch dort. Und auch nochmal natürlich unten in der Videobeschreibung. Dort zeige ich euch natürlich die einzelnen Schritte, wie ich das Ganze bearbeite, lackiere und. Das wird so über die Zeit hinweg kommen, wie ich gerade Zeit finde, während ich die anderen Projekte noch bearbeite. Den Helm hier habt ihr im Livestream gesehen, da haben mich sehr viele Leute gefragt, ey, cooler Kleber, wo kriege ich den her? Wann ist er endlich soweit? Wann kann man den kaufen? Und ja, jetzt ist es endlich soweit, denn ich habe den hier im Livestream, den verpacke ich euch hier oben hin, habe ich den live zusammengeklebt. Das hat, glaube ich, eine halbe Stunde oder Stunde gedauert mit Labern zwischendrin. Das heißt also, ich habe geklebt und gelabert und ich habe auch noch eine Zeitrafferaufnahme für euch. Dort klebe ich nämlich auch fast live vor der Kamera, habe ich wirklich komplett durchgehend gefilmt, habe das Ganze in Zeitraffer gepackt, damit es nicht irgendwie so eine halbe Stunde lang ist und habe dann damit die Figur zusammengeklebt, die bei uns demnächst auf dem Kanal und auf der Webseite zur Verfügung steht. Dazu gibt es dann auch nochmal in einem anderen Video ein bisschen mehr dazu. Ja, das war echt eine Odyssee. Kickstarter will einiges wissen von einem, sowohl über das Produkt als auch über die Firma, die dahinter steht und was man sich von der Kickstarter-Kampagne erhofft. Das hat wirklich sehr lange gedauert, bis wir da alles zusammen hatten, was die an Daten wollten und was wir euch entsprechend zur Verfügung stellen wollten. Wir hatten uns lange überlegt, was für Perks bieten wir euch an, also welche Belohnungen wir euch anbieten. Das findet ihr alles auf der Seite entsprechend in der Videobeschreibung. In diesem Sinne gibt es zum Abschluss nochmal den Werbespot. Ein bisschen B-Roll und ich hoffe, dass ihr die Hangars leer kauft. Da steckt echt jede Menge Herzblut drin und wirklich jede Menge Arbeit drin. Ich hoffe, es gefällt euch. In diesem Sinne, kauft die Hangars leer. Hodl the line, happy printing. Ciao. Who hasn't come across this already? You have the coolest possible 3D printer part, and you require lots of support to print it halfway decent. But with loads of support, you make it rough and unattractive surfaces that no one wants to have. What if there was a way to get away without printing support? Impossible? No,
possible now. May we introduce PlayGlue. With PlayGlue, you can pre-cut the parts, avoid support, and simply glue them together after printing. Voila! No more rough or ugly surfaces. With the PlayGlue, gluing PLA, ABS, and ASA together is a walk in the park. Want to glue a printed figure? No problem. You can even glue your Tesla back together, effortlessly, with PlayGlue. Simply take the parts to be glued. Apply the glue to both parts sparingly. Join the parts. Give it 5 minutes to dry. Whoa! Holds! After 24 hours, the parts are bonded to each other for better or worse. Forever. We already have a finished product. No more research. No more development. It just needs to be produced and shipped. So grab your PlayGlue today and support this project. PlayGlue. PLA and more, now you can glue.